Hallo liebe Zuschauer. Es kommt eine Zeit, in der man sich von seinem geliebten Haustier, mit dem man viele Jahre zusammengelebt hat, verabschieden muss. Das ist schwer, traurig, unerträglich. Der Held dieser Geschichte, Andrew, postete nach dem Abschied von seiner alten Katze namens Andrew, genauso wie er, das letzte Foto zusammen in den sozialen Medien. Auf dem Weg zur Tierklinik fuhren die Katze und ihre Besitzer, Hand in Pfote. Aber das ist noch nicht alles, und auf dem Tisch des Tierarztes legte die Katze Andrew auf dem letzten Weg ihre Pfote auf die Hand ihres Besitzers. Andrew schien mir zu sagen, dass alles gut sein wird, und dankte für die glücklichen Jahre, oder kam es mir nur so vor, erinnert sich der Mann. Die Entscheidung, das hoffnungslos kranke Tier einzuschläfern, fiel dem Besitzer schwer. Nach langer Krankheit konnte sich der Kater nicht mehr bewegen, und die Ärzte gaben ihm keine Chance mehr. Und das Kätzchen wurde von Schmerzen gequält. Um das Leiden seines Haustiers zu beenden, ließ der Mann es gehen. Andrew fuhr mit seinem Auto von der Tierklinik weg und fühlte sich leer und verloren. Er hatte seinen besten Freund verloren, seinen treuen Begleiter, der ihm immer zur Seite gestanden hatte. Die Erinnerungen an die schönen Momente, die sie zusammen erlebt hatten, kamen ihm in den Sinn. Er wünschte sich, er könnte die Zeit zurückdrehen und alles noch einmal erleben. Diese Geschichte erinnert uns daran, wie wichtig es ist, jeden Moment mit unseren Haustieren und Lieben zu schätzen. Trotz der schwierigen Entscheidungen, die wir treffen müssen, werden wir immer an unsere pelzigen Freunde und die Liebe, die sie in unser Leben bringen, erinnern. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bewerten Sie es bitte mit einem Daumen nach oben und hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.